1000 Mal. Herz, Seele, Ball. Der Fußball-Podcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. So, Herz, Seele, Ball. Heute mal im Catering-Bereich. Nehme mein Mittagessen mit. Ja, schick hier in Leverkusen. Mit eigenem Koch und 3 Sterne essen. Was ist die Spezialität heute eigentlich hier? Was gibt es hier so Besonderes? Kartoffelsuppe. Ich darf das verwenden hier für das deutsche Fernsehen. Ja. Kartoffelsuppe gibt es. Und was noch? Erbsensuppe, sehr gut. Und es gibt Pflaumenkuchen. Danke. Bestens versorgt in Leverkusen. So sieht das hier aus. Ja, und jetzt kommt Herz, Seele, Ball mit allem anderen. Ausgabe für Sonntag. So, Freunde, und da sitzt er schon wieder daheim in seinem Schlosspark und freut sich, dass der Arbeitstag vorbei ist. Gleich der Hinweis, vielleicht hat irgendeiner von euch Zeit. Sonntag, 15 Uhr, Kloster Maria nach. Locke bleibt am Ball. Live-Lesung im Kloster. Ich finde, das passt zu mir. Zum Spiel. Leverkusen. 0:3 gegen Hoffenheim. 25.000 Zuschauer. Immerhin. Halbzeitpause. Ein Interview auf Augenhöhe. Normalerweise kommen ja dann zu uns immer irgendwelche Spieler, die verletzt sind oder ehemaligen Spieler. Nein, war keiner da. Ich habe mir einen jungen Mann aus dem Vorspiel dann herausgesucht. Der hieß Alper, war 7 Jahre alt. Sehr auffällig gewesen im Vorspiel, hatte 3 Tore gemacht innerhalb von wenigen Minuten zum 3:3 seiner Mannschaft. Ich gebe zu, er war nicht sehr gesprächig. Mehr als ja oder nein hat er nicht gesagt. Und trotzdem, es war ein gutes Interview. Ein klasse Pauseninterview, weil er mir klar gesagt hat, Leverkusen gewinnt das Spiel nicht mehr. Da stand es ja erst 2:0, hätte sich ja noch drehen können. Nein, wahrer Fußballexperte. Gespräch auf Augenhöhe, mindestens. Hinterher die üblichen Gespräche. Ich versuche das ja immer nicht so zu gestalten nach dem Motto, Herr Seoane, jetzt wackelt aber Ihr Stuhl, fühlen Sie sich noch sicher? Ist auch eine saudobe Frage, die man ja auch dem Trainer gar nicht stellen kann, sondern wenn überhaupt, dann irgendwelchen Verantwortlichen. Ich habe auch mit Simon Rolfes gesprochen, aber das ist da im Moment noch kein Thema. Allerdings, wenn Sie nächste Woche in Mainz verlieren und dann zu Hause gegen Freiburg. Gut, aber so weit sind wir ja noch nicht. Lass Sie mal arbeiten. Werder Bremen, die Überraschungsmannschaft, gewinnt 3:2 in Dortmund. Ein Sieg wie ein Gemälde. Bitte, hier sind sie, die Torschützen der letzten 6 Minuten, glaube ich. 89. 1:2, dann 2:2, dann 2:3. Das kann man sich schon mal einrahmen als Werder-Fan. Schön, so ist die Bundesliga. Und die Dortmunder Fans waren stinksauer und haben protestiert gegen die Eintrittspreise in ihrem schönen Stadion. Ja, Leute, was meint ihr eigentlich, wie das alles bezahlt werden kann? Und vorgestern oder so ähnlich waren ja auch die Quartalszahlen da. Hohe Millionenverluste bei Borussia Dortmund. Ja, dann muss man vielleicht Abstriche machen und nicht oben mitspielen, sondern wie Schalke kämpfen, irgendwie in der Bundesliga zu bleiben. Das haben sie halbwegs ordentlich gemacht beim 0:0 in Wolfsburg. Allerdings, Herr Terodde, das war ein bisschen egoistisch. Einmal Elfmeter verschossen, dann wurde der wiederholt, wieder verschossen, wieder in die gleiche Ecke, schlecht geschossen. Bin mal gespannt, heute Abend ist er im aktuellen Sportstudio. Ja, die Fußballprofis können auch manchmal vom Elfmeterpunkt aus schlecht aussehen. Wer ist denn jetzt der Bayernjäger Nummer 1? Leverkusen. Ich habe schwer auf Leipzig gesetzt. Die haben aber bei Union Berlin verloren. Und auf Borussia Dortmund habe ich eigentlich auch gesetzt. Nein, Union Berlin ist jetzt, glaube ich, mal über Nacht Tabellenführer. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Denn Bayern muss morgen nach Bochum. Und da sahen sie, oder heute, und da sahen sie in dieser Saison schlecht aus. Ja, ein merkwürdiger Spieltag ist zu Ende. Herz, Seele, Ball bedankt sich für eure Aufmerksamkeit. Und vielleicht sehen wir uns heute am Sonntag in Maria La, Locke und der Voodoo-Zauber. Das war's für heute. Und Uli denkt schon jetzt an morgen. Herz, Seele, Ball.
täglich neu.